Hallo liebe Space Jammer! In diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr unter Linux eine zusätzliche Desktop-Umgebung installieren könnt. Hier bei TuxWiz verwenden wir den leichtgewichtigen IceVM Window Manager. Es gibt aber auch viele weitere Alternativen und in meinem Projekt Space Fun verwende ich bereits einige davon. Ihr könnt, wenn ihr es einfach haben wollt und einfach nur mal eine andere Desktop-Umgebung ausprobieren möchtet, auf spacefun.ch gehen und dort die entsprechende Version herunterladen. Ich habe eine Version mit dem LX.de Desktop, die heißt einfach nur Spacefun, mit IceVM und mit der GNOME Desktop-Umgebung. Ihr könnt aber auch auf eurem vorhandenen Linux-System eine zusätzliche Desktop-Umgebung installieren. Wie das genau geht, das möchte ich euch heute erklären. Als erstes öffnen wir dazu mal ein Terminal. Unter Debian gibt es ein tolles Tool, das heißt TaskCell. Diese kleine Anwendung, die sich im Terminal aufrufen lässt, wird auch während der Installation mit dem sogenannten Debian Installer, dem offiziellen Installationsprogramm von Debian, verwendet. Ich kann sie aber auch nachträglich einfach so auf der Kommandozeile aufrufen. Dazu gebe ich den Befehl sudo taskcell ein und gebe dann bei Bedarf noch mein Passwort ein. Das hat er jetzt hier nicht gefragt, weil ich zuvor schon sudo ausgeführt habe und er sich das Passwort einige Zeit merkt. Hier sehe ich jetzt schon, es werden mir verschiedene Desktop-Umgebungen angeboten. Hier unter dem Bereich Debian Desktop Environment kann ich hier mit der Space-Taste die Desktop-Umgebung auswählen, die ich gerne installieren möchte. Ich entscheide mich jetzt hier für die Desktop-Umgebung XFCE. Du hättest aber auch GNOME, GNOME Flashback, KDE Plasma, Cinnamon, Mate, LX.de, was wir zum Beispiel bei SpaceFun verwenden, und LXQT zur Auswahl. Neben den Desktop-Umgebungen kannst du hier über TaskCell auch noch andere Anwendungen installieren, wie zum Beispiel einen Webserver, einen SSH-Server, wichtige Programme, falls du einen Laptop verwendest und. Ich klicke jetzt hier einfach OK, dazu wähle ich die Tab-Taste. Dann kann ich mit der Tab-Taste immer in diesem Dialog hin und her springen. Mit Space wähle ich Felder aus oder wieder ab. Also ich wähle die Tab-Taste, klicke Enter auf OK. Jetzt wird im Hintergrund bereits die Installation ausgeführt. Dazu werden die ganzen Pakete zunächst heruntergeladen und dann installiert. Ich mache jetzt parallel nochmal ein zweites Fenster in meinem Terminal auf. Dazu gebe ich Ctrl oder Steuerung, Shift T ein und schon habe ich ein weiteres Tab geöffnet. Jetzt möchte ich euch gerne noch zeigen, was diese Tasks, die man mit TaskCell auswählen kann, eigentlich sind. Denn eigentlich ist es nichts anderes als ein Metapaket, was dann wiederum als Abhängigkeit viele weitere Pakete installiert. Die kann ich auch suchen mit dem Befehl apt-cache, search und dann task, minus und dann enter. Jetzt werden mir hier ganz viele Pakete angezeigt, darunter auch hier der zuvor erwähnte XFCE Desktop, aber auch Paketgruppen, die Sprachpakete für einzelne Gebiete enthält, zum Beispiel auch für Deutschland und so weiter und so fort. Du kannst die Suche auch einschränken, weil hier werden jetzt noch ein paar Dinge angezeigt, die jetzt nicht unbedingt mit Tasks zu tun haben. Ich gebe jetzt zum Beispiel noch das Dachzeichen vorher an, das haben wir auch schon mal gelernt. Dann zeige ich mir wirklich nur alle Pakete, die mit Task beginnen, an. Hier gäbe es jetzt zum Beispiel auch KDE. Ich könnte die Ausgabe wieder einschränken mit pipegrep KDE, falls du den KDE Desktop ausprobieren willst. Und dann werden mir alle KDE Desktop Tasks angezeigt. Das ist der Haupttask. Und dann gibt es natürlich noch die Tasks mit den eigentlichen Sprachpaketen. Hier gibt es zum Beispiel den Task-German-KDE-Desktop. Jetzt schauen wir mal im Hintergrund, was hier bereits passiert ist. Es wird weiterhin XFCE und die dazugehörigen Pakete entpackt. Wenn eine Desktop-Umgebung jetzt auch noch einen eigenen Anmeldemanager, den sogenannten Display-Manager, mitbringt, wirst du vielleicht noch gefragt, welchen Display-Manager du verwenden möchtest. Hier bei TuxWiz verwenden wir den leichtgewichtigen LightDM Display Manager. Es gibt aber zum Beispiel noch den GDM aus der GNOME-Umgebung oder SDDM aus dem KDE-Umfeld.
Du kannst dich dann entscheiden, du kannst auch immer wieder wechseln, weil es dir deine Anmeldebildschirm nicht gefällt. So, jetzt wollen wir mal schauen. Jetzt hat er hier im Hintergrund was installiert. Jetzt beenden wir das mal. Ich melde mich ab. Abmelden. Terminal schließen. Und hier ist ja jetzt unser Light-DM. Das ist unser Anmelde-Display-Manager, heißt der. Und hier kann ich jetzt auch schon hier oben in dem Bereich die neue Sitzung, in dem Fall XFCE, auswählen. Ich gebe wieder ganz normal mein Passwort an zur Anmeldung. Und schon kann ich die neue Desktop-Umgebung starten. Du kannst so ganz einfach unterschiedliche Desktop-Umgebungen auf deinem Linux-PC ausprobieren. Wenn dir das zu viel ist oder du nicht möchtest, dass dein System mit den ganzen Desktop-Umgebungen zugemüllt wird, dann kannst du auch einfach eine Live-CD wie Spacefun herunterladen auf spacefun.ch und von dem Live-Medium das ausprobieren, was du möchtest. Ich gehe jetzt nochmal auf spacefun.ch und zeige dir hier, gibt es die unterschiedlichen Downloads. Hier zeige ich dir auch nochmal im Launch Guide, der ist noch wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel Spacefun verwenden möchtest. Sind noch einige Tipps, die sind in Englisch, aber sehr einfach. Und da siehst du auch ein paar Screenshots, wie jetzt zum Beispiel der LX.de Desktop daherkommt. Am besten probierst du es mal aus und wählst genau das aus, was dir persönlich gefällt. Es gibt unter Linux so viel zu entdecken und es wäre schade, wenn du das verpasst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Melde dich in den Kommentaren, was ist deine Lieblings-Desktop-Umgebung oder dein Lieblings-Window-Manager. Ich freue mich auch auf dein Feedback. Und vergiss bitte nicht, unserer Telegram-Community beizutreten, denn dort tauschen wir uns regelmäßig zu Linux und freier Software aus. Ich freue mich auf deinen Besuch. Bis bald. Tschüss.